Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und herzlich willkommen zum Start eines neuen Projektes im LS22, das mein letztes Singleplayer-Projekt geendet hat. Das ist ja nun schon auch ein paar Wochen her und seitdem fragt ihr mich immer wieder, wann gibt's ein neues Singleplayer-Projekt? Ich muss sagen, ich habe jetzt so ein bisschen abgewartet, weil ich auch gar nicht so richtig wusste, in welche Richtung ich eigentlich gehen möchte mit einem neuen Singleplayer-Projekt. Aber jetzt wurde vor kurzem eine Map veröffentlicht im Mod habe, die übrigens sowohl für PC als auch für Konsolen zur Verfügung steht. Und das finde ich so spannend, dass ich denke, das ist das Richtige für mich für ein neues Singleplayer-Projekt. Ihr seht es ja gerade hier schon, die Map sieht ein bisschen außergewöhnlich aus und das liegt daran, dass wir uns nicht auf dem Planeten Erde befinden, sondern auf dem Mars. Wir sind nämlich auf der Mars-Missions-Map, also ich glaube, explizit heißt die Map Mars die Mission. Und das Coole daran ist, dass es nicht einfach nur eine Map ist, wo ich mir jetzt selber ein Ziel setze sozusagen, sondern es ist tatsächlich so aufgebaut, dass wir eine Mission zu erfüllen haben auf dieser Karte. Und das muss ich kurz ablesen, denn das ist ein bisschen umfangreicher, was wir schaffen müssen. Um das Spiel zu gewinnen, müssen sie die Mars-Atmosphäre in 20 Jahren terraformieren. Das heißt also, wir haben 20 Ingame-Jahre Zeit. Klingt jetzt erstmal super viel. Müssen wir mal schauen, mit welcher Geschwindigkeit wir spielen und sowas alles. Unsere Aufgabe. Um dies zu erreichen, müssen sie 1000 Bäume pflanzen. 1000 Bäume. Das ist crazy viel. Und vor allem unter dem Aspekt, dass ich noch nie Forst gemacht habe und mich immer dagegen geweigert habe. Das heißt also, in diesem Projekt komme ich um Forst nicht drum herum. Außerdem müssen wir 20 große Bienenstöcke platzieren, 160 Kühe haben, 720 Hühner, 145 Schafe, 540 Schweine und jeweils 800.000 Liter von 6 verschiedenen Feldfrüchten in den Lagerbehältern. Also ihr hört schon, das Ganze ist relativ umfangreich. Wir haben wirklich viel zu tun und ich glaube, es wird ein richtig, richtig schönes, ein bisschen langfristiger angelegtes Projekt, was halt auch ein bisschen außergewöhnlich wird. Deswegen, ich freue mich richtig doll darauf. Für uns geht es jetzt erstmal daran, zu entdecken, was haben wir überhaupt alles auf der Karte und was können wir machen. Die Karte kann man nur im Anfängermodus, also im leichten Schwierigkeitsgrad spielen, denn man hat, also ich zeige euch mal hier die Map, man hat, also das alles gehört mir auch schon, ich habe das jetzt nicht irgendwie gekauft, sondern das gehört mir alles schon. Das ist unsere Karte, also wir sind halt auf dem Mars, ich finde, das sieht einfach so cool aus. Insgesamt 15 Feldflächen, die aber relativ klein sind, also das sieht man gleich, wenn wir nochmal ein bisschen drüber fliegen, vielleicht sieht man das auch, das ist nicht so groß. Wir haben hier hinten nochmal, wartet mal, lasst mich mal da hinlaufen, weil das sieht echt schön aus. Moment, ich muss mich kurz orientieren. Also da drüben ist übrigens der, ich mach mal ganz kurz hier Flugmodus an und dass wir ein bisschen schneller rennen können, nur damit wir uns jetzt hier einfach mal die Karte anschauen können. Also, hier seht ihr auch die Felder. Das ist schon relativ klein, so die Feldgrößen. Wir können überlegen, die teilweise zusammenzulegen. Ich habe nicht viele Mods drauf. Ich habe, glaube ich, nachgezählt 13 Stück, weil ich glaube, man braucht gar nicht viele Mods. Aber ich habe mir extra mit dazu genommen Cultivator Field Creator, also dass ich nicht einen Flug brauche, sondern dass ich auch mit dem Grubber und so Felder zusammenlegen könnte. Das können wir uns also noch offen halten. Unter dem Aspekt, dass wir aber viele verschiedene Tiere ernähren müssen, plus natürlich auch noch andere Feldfrüchte anbauen müssen, ist es vielleicht auch nicht verkehrt, so viele Feldflächen zu haben, um halt unterschiedliche Sachen anzubauen. Das hier hinten ist unsere Fläche für die Bäume. Das heißt, wir können also auch Forst machen, die Bäume halt fällen und dann natürlich auch neu platzieren, pflanzen. Und das hier hinten sind so, wie nennt man das, so Kuppeln. Und in denen befinden sich die Tierställe. Also das ist wirklich, muss ich echt sagen, ich finde, das ist so cool gemacht. Auch, upsala, jetzt bin ich so schnell. Achtet auf diese Animation jetzt hier. Wie cool ist das bitte gemacht? Ich glaube, theoretisch ist das so eine Luftschleuse, sodass man jetzt hier wieder zumacht. Und da kann man halt hier vorne wieder aufmachen. Ich finde schon, das ist alleine so cool animiert. Also ich finde es wirklich sehr, sehr geil gemacht. Ja, und dann sind wir hier sozusagen unter dieser Kuppel, wo dann unsere Tiere sind. Für jedes Tier, was wir halt brauchen zum Ende, gibt es eine eigene Kuppel. Und ja, die Ställe stehen zwar schon, aber sie sind leer. Also wir haben noch gar keine Tiere
und müssen uns halt jetzt auch so ein bisschen überlegen, in welche Richtung wir wollen. Was wir auch schon sehr viel haben, sind Geräte. Das seht ihr hier. Also wir haben schon eine sehr, sehr große Auswahl an Geräten. Wir haben sogar auch schon einen Mähdrescher, auch wenn es nur ein relativ kleiner ist. Aber haben wir auch schon. Wir haben sogar einen Baumwollernter. Also wir haben wirklich super viel schon, haben wir schon, besitzen wir schon. Was, glaube ich, auch ganz gut ist. Denn wir haben auch nur ein Startkapital von 100.000. So, und jetzt fällt mir gerade auf, ich hätte mir vielleicht, bevor ich in diese Aufnahmen gegangen bin, überlegen sollen, womit ich heute starten möchte, weil ich denke mir gerade so, oh shit, ich muss ja jetzt mit irgendwas anfangen. Ja, wir haben, achso, eine Sache vielleicht noch, die auch interessant ist. Es gibt einen einzigen Verkaufspunkt nur, soweit ich das weiß, wohin wir unsere Güter verkaufen können. Und den finde ich auch sehr lustig, denn das ist nämlich zur Erde exportieren. Also unser Verkaufspunkt ist zur Erde exportieren. Das finde ich auch richtig witzig. Also es gibt auch zwar eine Getreidemühle. Gehört die mir eigentlich? Nee, offensichtlich dann nicht, ne? Aber vielleicht könnten wir sie kaufen. Naja, muss ich nochmal schauen. Aber brauchen wir eigentlich gar nicht, fällt mir gerade auf. Wir müssen ja nur Tiere ernähren und brauchen andere Produkte, aber andere Getreide und so. Das heißt, wir brauchen eigentlich gar keine Mühle. Ja, also da schauen wir mal. Das finde ich aber sehr cool, dass man zur Erde exportieren kann. Da ist sogar von der Animation her, oh, jetzt muss ich mal wieder orientieren. Wo ist denn der Verkaufspunkt? Ich habe die Orientierung verloren. Wo der Verkaufspunkt ist. Also die Map ist so in der Gesamtheit, ach da, relativ klein. Hier, Export to Earth, das ist unser Verkaufspunkt. Und hier ist sogar eine ziemlich coole Animation, die ist jetzt natürlich Vorführeffekt, wenn ich es euch zeigen möchte, nicht da. Aber hier oben startet sogar mein Raum, also immer mein Raumschiff. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ist, wenn wir explizit was verkauft haben, dass dann hier ein Raumschiff auch startet. Ist echt chill gemacht, muss ich sagen. Also ich bin wirklich von diesem ganzen, von der Aufmachung her bin ich wirklich so angetan. Ich finde, das ist ein richtig cooles Projekt. Ich habe mir auch schon häufiger im LS so eine Art Story-Modus gewünscht. Und ich finde das ziemlich cool umgesetzt, dass das hier das Ziel ist. Was ich sehr spannend finde und was ich nicht weiß, wo ich auch nicht wüsste, wo ich diese Info herkriege, diese Mission, die wir haben, 20 Jahre, müssen wir eben das alles erreichen, was ich euch eben vorgelesen habe, haben wir tatsächlich nur, also wenn 20 Jahre vorbei sind, steht dann irgendwo Mission Failed, wenn wir es nicht geschafft haben? Und ist das Spiel dann vorbei? Oder kann ich theoretisch auch 22 Jahre spielen, das passiert einfach gar nichts und ne, es wird nicht wirklich vom Spiel kontrolliert, ob ich das erfüllt habe. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich könnte mir vorstellen, das ist einfach nur für mich selber so ein Ding. Aber ja, das ist es, womit wir uns hier in nächster Zeit auseinandersetzen. Ich muss sagen, ich tendiere aktuell dazu, erstmal, ja, selbstverständlich jetzt unsere Felder anzupflanzen, also ne, dass wir erstmal hier ein bisschen was anpflanzen und so. Und ich tendiere dazu, relativ schnell die einfachen Tiere zu machen, ne? Also dass wir uns jetzt Hühner holen und Schafe, dass wir natürlich ein paar Grasfelder machen und auch ein paar Getreidefelder. Und dass wir uns mit sowas wie, also Kühe, gut, Kühe brauchen jetzt auch nicht sonderlich viel mehr, aber dass wir uns gerade so mit Schweinen, wo wir halt auch so die Erdfrüchte und so brauchen, dass die vielleicht ein bisschen später erst noch kommen. In Bezug auf die Bäume, da glaube ich halt tatsächlich, wir müssen relativ früh anfangen mit Forst, damit wir halt auch diese 1000 Bäume schaffen, wieder neu zu pflanzen, weil die müssen ja dann auch eine ganze Weile wachsen. Oh Gott, ich habe so Angst vor Forst, ne? Ich habe richtig, richtig Angst vor Forst, weil ich wirklich keine Ahnung davon habe. Haben wir eigentlich Forst, Geräte? Was braucht man denn dafür überhaupt? Forstmaschinen. Was ist das hier? Das ist eine Baumpflanzmaschine. Okay, wir können Bäume pflanzen. Ich meine, ich könnte die ja theoretisch einfach mit einer Kettensäge zersägen. Vielleicht hätte ich mir ein... Gibt es einen Holzautoloader? Es gibt bestimmt einen Holzautoloader, ne? Vielleicht sollte ich diese Mod noch ergänzen fürs nächste Mal, wenn ich mich dann an Forst ransammle. Weil ich habe, um ehrlich zu sein, wirklich gar keine Ahnung. Und dann gibt es hier in diesen Paketen was? Holz. Zeig mal, was geht. Weil das hier zum Beispiel, Transport von Bäumen. Also sowas hier müsste ich mir dann, glaube ich, auch, dass wir mit dem Kran dann die Bäume verladen können. Habe ich jetzt gar kein Problem mit. Nur das besitzen wir, glaube ich, soweit ich weiß, noch nicht. Was ist das hier? Mulchfräsen. Baumstümpfe und Büsche zu entfernen. Bräuchten wir wahrscheinlich auch. Und halt eine Kettensäge. Gut, Kettensäge ist jetzt nicht so ein Akt. Ja, womit fange ich jetzt an? Also, ich würde erstmal sagen, wir fangen. Moment. Wir gucken uns ganz kurz an, in welchem Zustand sind unsere Felder? Also wir haben natürlich jetzt erstmal nichts angepflanzt. Wir gucken mal kurz, ob hier, also alle Felder benötigen Kalk.
alle, ausnahmslos. Und das sollten wir auch machen, weil Kalk ist wirklich so ein Booster. Von daher will ich die Felder sehr, sehr gerne kalken. Was haben wir denn für... haben wir denn irgend... Ja, das hier sieht doch geil. Wir haben einen Bredal. Das ist schon mal sehr gut. Das bedeutet nämlich, wir können kalken. Jetzt gucken wir einfach, was... Ist das ein... Das ist ein Steinesammler, ne? Ach du Scheiße, ein Steinesammler. Was haben wir noch? Hier haben wir einen Grubber stehen. Das ist unser Baumwollernter. Das ist unser... Ach, guckt mal, hier stehen unsere ganzen Geräte. Unser Mähdrescher. Moment, ich muss mal ganz kurz die Renngeschwindigkeit jetzt wieder runterstellen und Fliegen auch ausmachen. Das wollte ich ja nur, um mir die Map anzugucken, aber sonst fliegen... Oh, was ist denn das hier eigentlich? Cool. Chill-Out-Area gibt's auch. Kaffeemaschine. Alles da, was wir brauchen. Aber es ist schon cool, was man alles vor und vornherein hat, ne? Hier mit Anhängern und so. Das ist schon sehr, sehr gut. Also, hier ist unser Bredal. Deswegen schwingen wir uns jetzt einfach mal in unseren Traktor und schnappen uns den Bredal und werden jetzt erstmal ein bisschen kalken. Ich muss jetzt überlegen, wie viele Felder ich halt schon kalke. Also alle kalken wäre natürlich irgendwo logisch. Das Problem ist aber, wir haben nur 100.000. Das ist halt gar nichts an Geld, was wir haben. Und Kalk ist scheiße teuer. Deswegen sollten wir jetzt erstmal gucken, dass wir vielleicht nicht von vornherein direkt schon... ja, alles unbedingt kalken. Geht das von automatisch auf? Nee, ne? Oh yeah. Das ist schon sehr, sehr cool. Okay. Also wir sollten nicht von vornherein alles kalken, sondern ja, so ein bisschen haushalten, dass wir mit dem Geld auch auskommen. Wir haben irgendwo... Gott, das wird erstmal so lange dauern, mich hier erstmal zu orientieren. Also irgendwo gibt es einen Shop. Moment, ich kaufe mir jetzt erstmal ein bisschen Kalk. Wir kaufen jetzt mal 4 Pakete. Das sind 1400. 4 Pakete ist, glaube ich, gar nichts, ne? Wir kaufen 8 Pakete. Jetzt ist nur die Frage, wo ist der Shop? Das ist Fahrzeugverkauf, Fahrzeughändler. Dann steht es hier. Wir sind hier unten. Okay. Das heißt also, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist es da. Seht ihr da oben am Himmel das Raumschiff? Da, wie cool ist das bitte? Animiert, da fliegt einfach ein Raumschiff. So cool. Ja, das meinte ich vorhin mit der coolen Animation. Bin ich jetzt gerade richtig unterwegs, dass da der Fahrzeughändler ist? Ja, ne? Ja. Okay, also, wir fahren zum Fahrzeughändler und besorgen uns jetzt als allererstes mal Kalk. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr sagen würdet, in welcher Reihenfolge wir alles machen. Also, ja, ist mein Vorgehen jetzt erstmal... diese Grundprodukte anzupflanzen und dann erstmal auf Hühner und Schafe zu gehen, ist das gut? Also, ja, ich würde wirklich sagen, wir gehen auf Hühner und Schafe. Für die bauen wir natürlich alles, was wir an sind da Silageballen? Bauen wir natürlich alles, was wir brauchen, um die... Oh, hier draußen stehen meine Produkte. Ach, wie cool. Was wir halt zum Ernähren von denen brauchen. Und parallel sollten wir dann aber auch schon relativ bald mit Forst anfangen. Zumal ja Forst auch ein sehr, sehr guter... Geldboost sein kann, ne? Also Forst wird uns, glaube ich, auch... Oh, wir kriegen gar nicht den ganzen... Kriegen nicht mal ansatzweise den ganzen Kalk, den ich gerade gekauft habe, hier in den Anhänger. Aber naja, genau. Ich glaube, das wird ein ganz guter Boost sein, um auch ein bisschen Cash zu kriegen. Obwohl halt auf der anderen Seite auch die Frage ist, wofür gebe ich mein Geld überhaupt aus? Weil ich habe ja schon gefühlt fast alles an Geräten, ne? Also ich brauche sowas noch wie einen Kartoffelernter, beziehungsweise einen Rübenernter. Unter dem Aspekt, dass wir ja auch Schweine brauchen und dafür brauchen wir auch Erdfrüchte. Ich habe, um ehrlich zu sein, auch noch nie Schweinefutter selber gemacht. Ich weiß auch überhaupt gar nicht, wie man das jetzt eigentlich am besten hinkriegt mit dem Schweinefutter und so. Aber diese ganzen komplizierten Sachen würde ich erstmal so ein bisschen auf die lange Bank schieben. Wir setzen uns erstmal mit den Dingen auseinander, die ich kann. So, jetzt mache ich mal überlegen, mit welchen Feldern fange ich denn an? Die hier, das sind alles, ach, das ist zur Erde exportieren, Sägewerk, Gesteinsbrecher, es hat eine Kalkstation gegeben. Hätte ich an der Kalkstation, Kalk kaufen können? Scheiße.
Ich hätte an der Kalkstation Kalk kaufen können. Oh nein! Wie ärgerlich! Okay, wow. Sophie, du hättest dich vorher wirklich damit auseinandersetzen müssen. Okay, also ich glaube, es wäre tatsächlich sinnvoll, diese Felder hier hinten zu nehmen, wenn ich jetzt auf die Produkte für die Tiere gehen möchte, weil es ist halt einfach am nächsten an den Tieren. Das macht, glaube ich, komplett Sinn. Also machen wir 13, 14, 15. Die drei würde ich jetzt, glaube ich, mal versuchen zu kalken. Und dann machen wir, wir könnten halt theoretisch direkt auch gleich ein paar mehr Felder mit Gras machen, weil Gras bringt uns halt, also können wir Silage draus machen. Und das ist immer ein guter Geldbringer, ne? Deswegen, Silage wäre auf jeden Fall, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Sache, die wir am Anfang, also wo wir am Anfang gut reinbuttern können. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob ich einen Schlafort habe. Ich habe jetzt die Zeit erstmal auf einfache Zeit gestellt, weil ich ja nicht so gerne in der Dunkelheit spiele, sondern lieber in der Helligkeit. Das heißt also, ich wollte jetzt einfach, dass es nicht passiert, dass es gleich Nacht wird. Aber ich weiß gar nicht, ob ich schlafen kann eigentlich ganz normal oder ob ich die Zeit vielleicht tatsächlich laufen lassen muss und vielleicht dann lieber ein bisschen schneller gehe. Na gut, schauen wir mal. Also, selbstverständlich habe ich als Mod... Oh mein Gott. Ich wollte euch gerade ganz stolz erzählen, dass ich als Mod selbstverständlich GPS drauf habe. Nur blöd, dass meine Traktoren kein GPS haben. Das Gerät zuerst ausklappen. Oh. Habe ich vergessen. Ich benutze nie diesen Aufsatz hinten, um ehrlich zu sein. Deswegen erstmal, hier muss ich mal schauen, was hier alles geht. So, auf geht's. Ach du Scheiße, hat der eine kleine Arbeitsbreite. Okay. Also, das hat nicht so gut funktioniert. Gut, also ich werde jetzt die 13, die 14 und die 15 kalken. Mal gucken, wie weit ich mit meinem Kalk komme, den ich jetzt hier drin habe, ob der dafür reicht. Und dann überlege ich mir vielleicht, GPS nachzurüsten. Ich glaube, das wäre nicht verkehrt. Vielleicht erstmal nur irgendwie auf einen Traktor oder so. Weil ich glaube, ich habe, wenn ich das richtig sehe, habe ich drei Traktoren. Muss ja vielleicht nicht auf alle unbedingt direkt sein, aber dass ich vielleicht wenigstens auf einem Traktor GPS habe, finde ich, glaube ich, ganz sinnvoll. Also, erstmal fix alle drei Felder kalken. Und nach dem Kalken würde ich dann sagen, machen wir uns ans Ansehen. Ja, typisch Kalk. So schnell ist er dann auch alle. Moment, ist das richtig, dass ich nach da fahre gerade? Ich glaube schon. Ja. Oh je, ich brauche erstmal wieder ein bisschen. Also ich meine, die Karte ist ja eigentlich relativ übersichtlich, weil irgendwie gefühlt eigentlich alles auf einem Fleck ist. Aber ich werde trotzdem erstmal ein bisschen brauchen, um mich hier wieder daran zu gewöhnen und erstmal zu wissen, in welche Richtung was ist. Also, so, ja, ein bisschen über ein Feld haben wir jetzt. Ich werde jetzt, wie gesagt, einmal drei Felder kalken. Ich glaube, damit haben wir dann erstmal ganz gut vorgearbeitet. So, bin ich richtig? Noch sehe ich meine Kalksäcke. Aber doch, da sind die. Was sind das für Silageballen da? Kann ich die klauen und verkaufen? Die hier oder sind die nur Deko? Oh, muss ich mal kurz abchecken gehen eigentlich. Ich glaube, ich laufe da mal ganz kurz rein und guck mal, ob ich die Silageballen da verkaufen kann. So als kleines, als kleine Startunterstützung hier wäre das doch eigentlich ganz nett. Also, erstmal los hier, zack, zack, zack. Kalk rein. Das heißt, also die vier Säcke werden ja jetzt, glaube ich, also die werden auch nicht mehr reichen, um alles fertig zu kalken. Das heißt also, wir können gleich die Kalkstation dann doch nochmal benutzen. Und können uns noch ein bisschen Kalk dann dort kaufen. Ich glaube, zu einem... Ja, das waren irgendwie, glaube ich, 179. Und ich habe 350, glaube ich, pro Sack gezahlt. Also hier schön mal fast das Doppelte reingepulvert in den Kalk. Aber ey, kein Problem, wir haben es ja. So. Also noch haben wir es. Bestimmt auch nicht mehr so lange. Erstmal los, los, los. Haben wir. Gut, dann lasst uns mal kurz hier reinlaufen. Ich finde die Gebäude teilweise halt auch sehr cool. Sind schon passend.
So könnte man sich schon so ein bisschen vorstellen, dass das irgendwann mal so auf dem Mars aussieht, ne? Wenn wir da was anpflanzen. Also, hier ist, glaube ich, auch... Ah, ich könnte eigentlich auch hier reinfahren und mal gucken wegen GPS. Also ich kann sie bewegen, aber es wird jetzt hier nicht irgendwie angezeigt, dass sie mir gehören. Warum ist denn das hier so laut eigentlich? Ja gut, okay. Also so wie das für mich aussieht, wirkt es so, als wenn ich tatsächlich diese... Ach, das ist Baumwolle, kann es sein, dass es gar keine Silage ist? Ist das Baumwolle? Warum steht denn hier nichts, wenn ich hier dran gehe? Es ist auch einfach Baumwolle. Moment, was haben wir denn hier jetzt alles, wo wir gerade drin sind? Also Fahrzeughändler, Spinnerei, ja, das ist Baumwolle. Vielleicht kann ich das verkaufen, das wäre ja ziemlich krass. Moment. Ah, ich kann die Spinnerei kaufen. Ist da... Ich muss mal kurz was testen. Nee, das ist ein Ausladepunkt, ne? Kann ich denn hier irgendwo verkaufen? An der Spinnerei? Ist denn, wenn ich jetzt hier... wenn ich jetzt auf Wolle hier gehe, Baumwolle, Spinnerei, Markierung setzen, dann sieht das so aus, als wenn ich das da eigentlich abladen könnte. Ach so, hier. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Was passiert, wenn ich diese Baumwollballen... Okay, ich kann es nicht abladen. Okay, ich weiß nicht genau, was diese Baumwollballen hier zu bedeuten haben. Ob die hier einfach nur als Deko rumstehen, ob ich mit denen was machen kann. Ich weiß es nicht genau. Na gut. Oh, und da hinten stehen auch Ballen. Kann ich die benutzen vielleicht für meine Tiere? Ist das so ein Startdings oder nicht? Die ja auch in Rund- und Quaderballen hier sind. Das ist bestimmt ein... Also, dass ich das jetzt schon benutzen könnte für meine Tiere. Ich bin mir fast sicher. Okay, gut. Erstmal egal. Wir hüschen... Oh! Hier steht eine Fuhre Zuckerrüben. Hä, was haben wir denn hier alles schon? Das ist ja krass. Wir können hier Zuckerrüben überladen. Die Frage ist, wo bin ich denn gerade? Hier. Ist das... Das ist kein Verkaufspunkt. Okay, wir laden mal Zuckerrüben über. Wahrscheinlich sind die... Wahrscheinlich habe ich für alle Tiere so ein bisschen Startkapital, ne? Weil Zuckerrüben kann ich ja für die Schweine benutzen. Kolonie Food... Oh, was steht da? Kolonie Food Storage. Kriege ich das wieder raus? Doch, ich krieg's auch wieder raus. Okay, also das hier sind die Dinger, die Silos, wo ich diese 800.000 Liter von 6 verschiedenen Sachen einlagern muss. Aber wir können das auch ganz normal als Zwischenspeicher nutzen und dort was reingeben. Okay, wir müssen erstmal hier alles noch entdecken auf der Map. Es ist alles noch ein bisschen verwirrend hier. Ach so, Moment. Wir fahren jetzt ganz kurz nochmal mit dem Traktor hier rein zum Fahrzeughändler. Weil ich will einmal kurz gucken, ob ich hier GPS nachrüsten kann. Was war denn jetzt nochmal der Fahrzeughändler? Das hier? Aber wo ist denn... Ich bin gerade maximal verwirrt. Fahrzeughändler? Ach, hier ist Fahrzeugverkauf. Da muss ich hin. Reparatur. Also hier spawnen offensichtlich die neuen Fahrzeuge. Ist das dann Schraubenschlüssel? Ich kann es gerade noch nicht erkennen auf die Ferne. Ja, ich glaube, ja, das hier müsste dann, also der Fahrzeugreparatur müsste das sein. So, dann zeig mal her. Konfigurieren. So, GPS, ja.
Gut, dann würden wir jetzt 15.000 für GPS zahlen, aber das ist es mir ehrlich gesagt wert. Zack. Ja. So. Zauberhaft. Also, jetzt haben wir zwar 15.000 ausgegeben. Oh, ankuppeln. 15.000 haben wir ausgegeben. Aber das lohnt sich. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, haben wir sogar 4 Traktoren und nicht nur 3. Das ist, nenne ich mal, ein krasses Startkapital. Weil ich bin ganz ehrlich, ich brauche keine 4 Traktoren. Wofür brauche ich 4 Traktoren? Also ich meine, klar, ich kann Helfer benutzen, wahrscheinlich ganz normal hier auch auf der Map. Und das werde ich bestimmt auch mal machen. Aber ja, nicht 3 gleichzeitig. Also das kann ich mir jetzt eigentlich beim besten Willen nicht vorstellen. Moment, bin ich hier richtig gerade? Ja. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich hier 3 Helfer gleichzeitig brauche. Und dadurch, dass ich das ja hier im Singleplayer bespiele, glaube ich fast nicht, dass ich 4 Traktoren brauche. Wir könnten uns also auf jeden Fall überlegen, mindestens 1, wenn nicht sogar 2 Traktoren zu verkaufen. Das wäre eine Sache. Baumwolle. Es ist eben auch die Frage. Ich habe den Baumwollernter schon. Und es gibt eine Spinnerei auf dem. Das heißt, wir könnten sehr, sehr gut auch auf Baumwolle gehen, einfach als Kapital, ne? Dass wir das halt einfach ja, verkaufen, ganz normal. Ich könnte aber eben auch den Baumwollernter verkaufen, wenn ich lieber auf was anderes gehen möchte. Aber das halt finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt, auch nebenbei ein bisschen Baumwolle anzupflanzen. Muss ja nicht direkt heute sein, aber das können wir dann auf jeden Fall auch machen, so dass wir einfach verschiedene Produkte haben. Können wir uns ja... Moment, ich überlege gerade. Baumwolle kann ich ja nicht in Silo einlagern. Das heißt, Baumwolle kann ich nicht nutzen für meine 6 Feldfrüchte, die ich brauche. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich mehr so auf Getreide oder sowas gehen. So, dann schmeißen wir mal hier unser neu eingebautes GPS an. Oh yeah. Zack. Das war klar, dass es natürlich die falsche Richtung war. So, zack, zack. Oh, ich habe es nicht ausgeklappt. Erstmal kurz wieder ausklappen. Gut, die Bahn fahre ich jetzt mal noch ein bisschen überlappend zu Ende, aber das passt hier gerade, sonst habe ich da alles kreuz und quer. Also, Tempomat an, Düngestreuer an, auf geht's. So, ich bin jetzt eh nicht ganz voll, das heißt, die Fuhre wird, glaube ich, jetzt nur reichen für das Feld. Und dann gucken wir uns mal an, dass wir da bei dem Kalkverkauf uns dann ein bisschen preisgünstiger Kalk kaufen können. So, und da ist es dann auch schon wieder alle hier, unser Kalk. Ich glaube, die Kalkstation, und es sieht auch optisch so aus, als wenn die sich hier hinten befindet. Jetzt gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Dass ich hier easy peasy ein bisschen Kalk kriegen kann. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, was ich noch gar nicht, worüber ich noch gar nicht gesprochen habe, aber das liegt auch daran, dass ich noch gar keine Gedanken darüber gemacht habe. Bezüglich saisonalem Wachstum und Fruchtzerstörung und solchen Sachen. Also ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, bei dem Projekt mit saisonalem Wachstum zu spielen. Ich glaube, das ist ganz cool. Ich werde aber ohne Fruchtzerstörung spielen. Einfach, weil das ist halt so ein persönliches Ding von mir. Es macht mir halt einfach... Oh. Wie viel nehme ich denn mit? Okay, das funktioniert ja schon mal aber sehr, sehr gut. Ich mache mal 51. Boah, das kostet mich nur 838. Krass, ey, das ist sehr viel günstiger. Mal gucken, ob das schon reicht. Das muss man nochmal nachtanken. Also ich werde, und ich bin ehrlich gesagt die Einstellung noch gar nicht durchgegangen. Ich weiß nicht, wie es gerade eingestellt ist. Saisonales Wachstum habe ich an. Ich spiele mit einem Tag pro Monat. Und was habe ich noch? Fruchtzerstörung machen wir mal aus. Ist so... Ja, ist so mein Ding. Aber Moment, ich überlege gerade, ob wir Dinge noch anders machen. Flügen notwendig. Ich würde sagen, Flügen notwendig machen wir aber mal an. Wir lassen hier mal alles an. Wir haben ja auch einen Steinesammler, also lassen wir auch mal Lesesteine an. Ich werde es mit Sicherheit bereuen. Bin mir ziemlich sicher, dass ich das mit dem Steinesammeln bereuen werde. Vielleicht schalte ich es auch irgendwann im Laufe des Projekts aus. Ich weiß es noch nicht, aber wir bleiben erstmal bei an. Gut, mal gucken, ob das jetzt reicht, um das Feld fertig zu kalken. Und dann muss ich mal schauen in Bezug auf saisonales Wachstum, beziehungsweise
Moment, das können wir ja... Oh, ich habe schon wieder vergessen, ihn auszuklappen. Sag mal, warum klappe ich den immer ein und vergesse es dann, ihn auszuklappen wieder? So, auf geht's. Wir können mal ganz schnell gucken. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Wir können Weizen, Gerste und Sorghum können wir alles drei gerade nicht anpflanzen, was wir ja bräuchten als Futter für unsere Hühner. Das können wir aber nächsten Monat machen. Das heißt also, wir würden jetzt wahrscheinlich erstmal Gras anpflanzen und im nächsten Monat können wir dann Getreide für die Hühner anpflanzen. Ich bin aber tatsächlich drauf und dran, jetzt mal auszutesten, wenn wir jetzt schon uns Schafe holen, ob wir vielleicht wirklich das Gras, was da beim Händler liegt, ob wir das benutzen können. Weil ich wüsste ehrlich gesagt sonst nicht, warum das da liegen soll, wenn das nicht mir so ein kleines Startkapital sein soll. Also, ich kalk ganz schnell fertig und dann überlegen wir uns, was wir danach machen. Okay, wir haben fertig gekalkt. Ja, ihr habt gesehen, es hat ein ganz kleines bisschen hat gefehlt, deswegen musste ich nochmal auffüllen. Ich habe jetzt noch 4% Kalk. Ich würde mal ganz kurz gucken, weil das Problem ist, wir haben, glaube ich, nur einen Streuer. Das heißt, wir müssen den hier also auf jeden Fall auch für unseren Dünger benutzen. Das heißt, ich würde das kurz abladen. Aber mir ist eben in den Sinn gekommen, ich möchte auf jeden Fall gerne ein bisschen Felder zusammenlegen. Ich würde mal ganz kurz checken. Da wollte ich eigentlich nicht hinklicken. Ob wir einen Grubber besitzen. Wir besitzen einen Grubber. Wo ist denn der gerade? Der befindet sich... Oh shit. So viel zum Thema, wir spielen mit Pflügen. Alle Felder müssen gepflügt werden. Das ist ja toll. Shit. Okay. Ja, unter dem Aspekt, dass wir also mit Pflügen spielen und unsere Felder alle gepflügt werden müssen, brauchen wir einen Pflug. Und wir haben keinen Pflug. Das bedeutet... Wir müssen uns einen kaufen. Ich möchte natürlich keinen Pflug kaufen, ist ja klar, sondern einen Tiefenlockerer. Bin ich schon... Moment, wo ist wieder Tiefenlockerer? Hier, Tiefenlockerer. Oh je, oh je. Oh Gott, jetzt bin ich gerade. Also dieser, ich kaufe immer diesen Tiefenlockerer hier mit 8 Metern. Das Problem ist, ich glaube, meine Traktoren sind alle ziemlich leistungsschwach und ich glaube fast nicht, dass einer von denen das ziehen kann, oder? Ja, also 435 PS haben sie auf jeden Fall nicht. Mittelgroße Traktoren. Warte mal, wir haben 4 mittelgroße. Unten, wir haben sogar 5 Traktoren. Wir haben irgendwo noch ein Fendt stehen. Den habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. 235 PS. Ja, 235 PS. Der JCB ist der stärkste. 235 und der braucht 435. Okay. Das wird also nix. Das bedeutet, wir brauchen einen kleineren. 4 Meter, 3, 3. Ja, das ist alles winzig. Das heißt also, wir nehmen einen 4-Meter-Pflug. Ich weiß gerade nicht, wo ist der Unterschied? Ach, das hier ist ein, Moment, Tiefenlockerer. Diese Sämaschine bietet die Möglichkeit der Direktsaat. Okay, das heißt also, das Ding hier kann in einem Zug Tiefen lockern und ansehen. Allerdings nur... Gras, was ist das hier nochmal? Ist das hier dieses Übergangsdingselmumsel? Ich komme gar nicht auf den Namen. Und Raps. Nee, brauchen wir nicht. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir den hier.
4 Meter Tiefenlockerer. Oh, ich weiß nicht, ob ich mir damit nicht einen Gefallen... Also, vielleicht sollten wir echt überlegen, vielleicht wirklich 3 von unseren Traktoren zu verkaufen und uns dafür einen größeren zu kaufen. Aber das würde ich jetzt auch erstmal... Ich meine, 10.000, das ist jetzt kaum irgendwas hier an Geld. Deswegen nehmen wir das jetzt mit. Den lassen wir erstmal hier stehen. Wir hüpfen mal kurz. Ja, hier ist der Grubber. Aber das können wir dann jetzt auch gleich... Moment. Das hier ist unser Grubber. Kann mal kurz bitte die Markierung verschwinden auf der Karte? Das ist ja hier... Ah, jetzt ist die Markierung, glaube ich, weg. Ja. Wir nehmen einmal ganz kurz den Grubber, weil der hat nämlich eine größere Arbeitsbreite. Gott, ey, das sind mir ja gerade auch alles zu viele Sachen auf einmal, die ich hier machen möchte. Also, ich nehme ganz kurz mal den Grubber mit und würde damit jetzt erstmal fix 2 Felder miteinander verbinden. Ich glaube, wir können ja, also ganz ehrlich, ne, solange wir hier noch nicht auf den Feldern stehen, können wir hier auch ruhig rüberfahren. Ich würde jetzt erstmal 2 Felder miteinander verbinden. Und dann auf dieses vergrößerte Feld würde ich nämlich Gras anpflanzen. Ich habe jetzt gerade schon überlegt, ob wir 3 Felder miteinander verbinden und direkt da auf alles Gras machen. Weil wir werden Gras in Zukunft immer brauchen. Für unsere Schafe brauchen wir Gras, für unsere Kühe brauchen wir Gras. Und halt auch einfach, weil Silage auch immer noch big ist. Und wir dürfen nicht vergessen, das wäre eigentlich mal richtig interessant zu gucken, wir spielen ja auf einfach. Weil man dieses Szenario auf einfach spielen, also nur auf einfach spielen kann. Das heißt also, müssten unsere Verkaufspreise eigentlich auch sehr, sehr geil sein. Für Silage, Moment, was ist denn hier der Höhe? Okay, 569. Ach doch, 569 ist ein krasser Preis. Das ist ein sehr, sehr bigger Preis. Bigger Preis. Das heißt, die Silage ist auf jeden Fall was, was wir, ja, was wir immer brauchen werden und immer benutzen werden. Und unter dem Aspekt glaube ich, dadurch, dass wir ja diesen Monat eh noch kein Getreide anpflanzen können, würde ich sagen, wir legen jetzt sogar alle 3 Felder zusammen. Und machen ein sehr großes Grasfeld draus. Also so groß ist es ja gar nicht, aber auf jeden Fall gut groß. Ich denke, das ist ein guter Plan. Ich mache das jetzt mal bewusst hier an den anderen Traktor, in den ich GPS eingebaut habe. Weil ich glaube, Felder Entschuldigung, ich wollte nicht mein Gewicht vorne abschmeißen. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich hinten den Grubber abschmeißen. Hoppala. So, wir nehmen mal den, wo wir gerade GPS eingebaut haben. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Boah, ich fühle mich gerade auf jeden Fall noch völlig verloren hier auf der Map und noch richtig ungeordnet. Ich glaube wirklich, das dauert jetzt auch wieder eine Weile, ehe ich hier so richtig drin bin in dem Spiel. So, dann müssen wir natürlich Felder erstellen zulassen. Zack. Haben wir eingeschaltet. Oh, ich sehe gerade schon hier, das ist gar nicht gerade. Die Felder sind gar nicht gerade. Die sind schräg. Oh Gott. Okay, das ist ein bisschen triggernd. Aber gut. So, dann machen wir einmal natürlich GPS an. Das macht nämlich komplett Sinn. Zack. So. So. Okay. Und fahren. So. Okay, dann stellen wir hier jetzt einmal ein neues Feld. Ich frage mich gerade, was hat das eigentlich für... Also, das muss gepflügt werden. Oh, scheiße, das braucht natürlich auch wieder Kalk. Ist ja klar. Ja, genau deswegen habe ich den... Habe ich den Kalkstreuer da mal stehen lassen, weil dann müssen wir hier diese 2 Streifen auch dann nochmal kalken. Und dann müssen wir alles mit, was, 3 Meter Arbeitsbreite Tiefen lockern. Aber was habe ich mir da eigentlich schon wieder Also, was habe ich mir schon wieder dabei gedacht, zu sagen, ich möchte Tiefen lockern? Da habe ich mir was dabei überlegt. Aber gut, das Gute daran ist, bei den Feldern hier muss ich das ja auch wirklich nur einmal machen, bei den Grasfeldern. Also dadurch, dass Gras ja immer wieder nachwächst und ich das nicht, ich das nicht wieder anpflanzen muss, muss ich die ja dann auch wirklich... So, alles ganz akkurat hier. Muss ich die ja dann auch nie wieder tiefen lockern. Unter dem Aspekt ist es vielleicht ein kleiner Trost, wenn auch nur ein kleiner.
So, dann. Oh, jetzt ist da so eine... Oh, jetzt habe ich da eine Ecke reingemacht. Oh. Sowas tut immer komplett weh. Okay, gut, also. Ich Ich erstelle jetzt kurz diese zwei Streifen hier dazwischen. Ich schaffe das alles gar nicht, was ich heute schon wieder schaffen möchte. Weil ich habe mir schon wieder viel zu viel vorgenommen hier für die erste Folge, für den ersten Start. Ich schaff's doch nicht mal. Ich habe mir überlegt, ich wollte das hier jetzt noch Gras anpflanzen. Dann habe ich mir gedacht, gucken wir uns auch nochmal an, ob wir uns auch noch die Schafe kaufen können und so. Was habe ich mir schon wieder dabei gedacht, als ob ich das hier alles in einer Folge schaffe. Moment. Plan. Ich erstelle jetzt diese zwei Streifen hier zwischen den Feldern. Und dann kalke ich sie noch. Und dann werde ich das noch mit den Schafen aus... Also ich werde mal dann mir einen Transportanhänger holen, mit dem ich die Grasballen auflade. Also ich hole mir einen Autoloader. Das habe ich dann selbstverständlich, habe ich auf diesem Spielstand hier Autoload draufgepackt. Ich hole mir einen Autoloader und gucke dann einmal, ob wir die Grasballen, die dort bei dem Verkauf da liegen, ob wir die aufladen können. Und wenn wir die aufladen können, dann... diese Kanten in dem Feld, da werde ich noch ein paar Mal, glaube ich, sehr meckern. dann werden wir mal schauen, ob ich die in die Tierstelle reinkriege. Und wenn ich sie in die Tierstelle reinkriege, dann kaufen wir uns noch die Schafe. So, das ist jetzt der Plan. Kick down. We got it. Okay, damit haben wir jetzt also uns schon mal eine wirklich sehr, sehr schöne große Feldfläche hier angelegt. Schaut euch mal das Feld an. Das ist jetzt schon wirklich, glaube ich, sehr, sehr gut. Das wird zukünftig unser Grasfeld. Wie gesagt, Gras werden wir immer brauchen. Deswegen ist das, glaube ich, sehr gut. Das haben wir uns jetzt so ein bisschen vorbereitet. Wir schaffen es heute jetzt nicht mehr, das alles mit einem 3 Meter Tiefenlockerer zu tiefenlockern. Deswegen würde ich sagen... Das behalten wir uns, also Tiefenlockern plus Ansehen behalten wir uns jetzt einfach für die nächste Folge auf. Ich würde aber gerne heute eigentlich noch mit einem kleinen Erfolgserlebnis, also auch wenn das natürlich ein Erfolgserlebnis ist, aber ich würde trotzdem noch gerne mit einem kleinen Erfolgserlebnis enden. Und da denke ich gerade, wo ist mein JCB-Traktor? Hier. Und da denke ich gerade an den Kauf von Tieren. Das fände ich ganz zauberhaft. Wir müssen aber dazu eben jetzt einmal schauen, ob das funktioniert mit diesem Plan, dass ich da, dass ich dieses Gras, was da in der Halle steht, auch nutzen kann. Ich glaube, wir haben keinen Anhänger, den ich dafür nutzen kann, um das zu transportieren. Ist aber auch gar nicht schlimm, weil ich würde so oder so einen Autoloader benutzen wollen. Deswegen ist das kein Problem. Stehen da eigentlich... Ach nee, ist das eine Sämaschine? Die sieht so komisch aus, denn die Sämaschine irgendwie, aber vielleicht bilde ich mir es auch ein. Was ist das da eigentlich? Was ist das? Ist das eine Sämaschine? Ich bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen verwirrt. Das ist doch eine Sämaschine, ne? Was ist das hier? Ist das eine Sämaschine? Ich bin unsicher. Okay, egal. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Vielleicht ist das eine Einzelkornsaat? Einzelkorn. Naja, wie auch immer. Also, Anhänger lassen wir hier stehen. Wir haben keinen Anhänger, das heißt also, den müssen wir jetzt auch noch kaufen. Und ich würde gerne einen Autoload-Anhänger kaufen, selbstverständlich. Jetzt überlege ich gerade, wahrscheinlich den Brandner eigentlich oder den anderen. Oh, ich weiß aber nicht, wo der andere ist. Der ist immer in irgendeiner Kategorie. Und ich finde den immer nicht. Ich weiß, Tiertransport? Oh nee, ey, bei Diverses ist er nicht. Tierhaltung?
Okay, ich habe ein Problem. Ich finde jedes Mal diesen blöden Ballentransport. Ja! Ah, nee, Moment, der hat ja kein Autoload. Der ist es. Hier. Ballentransport. Den hier möchte ich nämlich gerne. Der hat, kann nämlich nicht nur Ballen transportieren, sondern auch alles andere. Und hier passt viel drauf. Deswegen, zack. Was steht denn hier alles? Oh Gott, ich wusste gar nicht, dass hier so viele Informationen stehen. Ah ja, hier steht es nämlich auch mal nochmal. Autoload auch für Europaletten, Flüssigkeittanks, Big Bag Paletten, Big Bags, Europaletten Übergröße, bla bla bla. Und natürlich alle Ballen. Den wollen wir haben. So, wir machen uns hier ein hübsches Kennzeichen. Unser Standardkennzeichen natürlich auch. S-E-K Open Up. Und das machen wir in Pink. Okay. Und den kaufen wir. So. Sehr sinnvoller Einkauf. Jetzt habe ich natürlich gerade wieder keine Ahnung, wo ich bin. Bin da unten. Jetzt ist die Frage, da sind jetzt zwei Anhänger auf meiner Karte, aber welcher davon ist mein neuer Anhänger? Nee, das ist, sind hier zwei Wasserfässer. Ich glaube, das hier, ne? Ja, okay. Gut, das heißt, wir fahren jetzt erstmal wieder gerade dort drüben in die Halle. Aber in der Halle lagen in der Halle auch die Ballen. Ich komme noch gar nicht zurecht mit der Orientierung. So, wir haben gesagt, wir können über Felder drüber fahren, die noch nicht bepflanzt sind. Also geht's hier für uns drüber. Ich glaube, dass dahin waren ja auch die Hallen, wo eh die Ballen drin liegen. Deswegen gucken wir jetzt mal. Ey, toi, toi, toi. Das wäre so cool, wenn das sozusagen ein Startkapital ist und wir können das nutzen. Das wäre wirklich richtig, richtig gut. So, hier vorne steht beides. Mein Anhänger und auch schon mal mein Tiefenlockerer. Es wäre eigentlich wirklich mal interessant gewesen, mit dem JCB hier zu testen, ob der auch den großen Tieflocker hätte ziehen können. Aber 200 PS, dem ihn da fehlen, das ist schon ziemlich viel. Ne? Also ich weiß, man braucht nicht diese 435, die im Menü stehen, aber 200 PS ist schon ganz schön doll. Okay, dann fahren wir mal hier kurz rein. Stell, jetzt ist das die Frage, was denn das für eine Größe? Rundballen, also das sind auf jeden Fall keine 125er. Ich weiß auch nicht genau, welche es sind. Wir probieren es einfach mal aus. Okay, die sind es auch nicht. Hey, kann ich das nicht benutzen, was hier liegt? Ich bin irgendwie gerade, ich bin richtig verwirrt, ob ich das nutzen kann hier oder nicht. Aber ich kann keinen, ich kann nichts hier aufladen. Es macht nicht den Eindruck, als wenn diese Ballen hier zu meiner Verfügung stehen würden. Aber warum liegen die dann hier? Dies irritiert mich dann total. Och nö, das wäre voll schade. So, wartet mal. Wir nehmen mir einen Ballen mit. Zack. Warum? Warum geht der Spanngurt nicht über dem Ballen? Hey, sind das vielleicht gar nicht offiziell Ballen, sondern sind das einfach Deko-Objekte? Oh no, ey. Maximal Überforderung. Ich habe keine Ahnung, ob der gerade angespannt ist oder nicht, dieser Ballen da. Ich fahre jetzt mal kurz mit dem... Ich fahre jetzt mal kurz mit dem zum Schafstall, aber ich muss gestehen, es wirkt, macht auf mich jetzt nicht den Eindruck, als dass ich das gleich benutzen kann für Gras, weil... Er zeigt es mir nicht an, wenn ich davor stehe. Er zeigt mir nicht an, was es ist. Und er zeigt mir auch nicht an, wem es gehört. Und ich kann es auch nicht aufladen. Das sind für mich alles Aspekte, die eher dafür sprechen, dass das, weiß ich nicht, bewegliche Deko-Objekte sind oder so. Keine Ahnung, warum die dann da liegen. Finde ich ein bisschen schade. Oh, wir haben hier Gewächshäuser. Das ist aber auch sehr gut zu wissen.
Oh, die müssen wir auch dann relativ schnell benutzen. Warte mal, muss ich ja ganz kurz hingehen. Ist das hier drin alles verdorben? Oh no. Die ganzen Tomaten sind völlig im Eimer. Hoppala. Hier war ich noch gar nicht drin, der Übersicht fällt mir gerade auf. Wir besitzen offensichtlich eine Bäckerei und eine Getreidemühle. Drei Gewächshäuser. Eine Spinnerei, eine Traubenverarbeitungsanlage, warum auch immer. Und eine Ölmühle. Das besitzen wir offensichtlich alles. Crazy. Gut. Wir brauchen Wasser. Wir brauchen ganz dringend Wasser. Und müssten dann mal noch herausfinden, wo wir dieses Wasser herkriegen. Ob es irgendwo eine... Es muss ja eine Wasserzapfmöglichkeit geben. Alles andere wäre ein bisschen komisch sonst. Oh Gott, ich muss mich erst hier wirklich in alles reinfuchsen. Das ist ja alles noch ein absolutes Durcheinander hier. Und ich bin komplett überfordert mit allem. Gut, komme ich hier durch? Ja, doch, da müsste ich durchkommen. Also jetzt checken wir aber erstmal noch kurz unser Schafproblem ab. Wenn es halt nicht geht, gut, dann müssen wir jetzt halt warten, bis unser Gras dann gewachsen ist. Und dann müssen wir das halt benutzen. Welches sind denn die Schafställe? Die hier direkt vor mir. Aber es wäre schon ein bisschen cool, wenn das gelten würde. Einmal bitte auf. So. Zack. Okay, wir haben drei Schafställe. Ich frage mich eigentlich gerade, Moment, wir müssen 195 Schafe haben. Es passen 65 in einen Reihen. Das heißt, wir haben gar nicht genug Platz. Wir müssen auf jeden Fall noch einen Schafstall bauen. Denkst du? Ach nee, ich bin komplett... Meine Mathekenntnisse mal wieder. Okay, es sind genau 195 Schafe. Gut, also offensichtlich habe ich exakt so viel Stallplatz, wie ich auch brauche für die geforderte Tiermenge. Gut, ich habe nichts gesagt. Hat sich eigentlich der Ballen bewegt? Ich glaube, der Ballen hat sich bewegt, ne? Er war also nicht angeschnallt. Nee. Es füllt sich auch nicht. Gut. Das bedeutet also, diese Ballen sind vollkommen nutzlos. Ich lasse den jetzt einfach mal hier an der Seite liegen. Ich hoffe, dass es mir nie passieren wird, dass ich denke, dass dieser Ballen da ein Ballen ist, den ich benutzen kann. Und dann, ja, deswegen einen Denkfehler habe. Ja, also keine Ahnung. Sollte jemand von euch wissen, was das mit diesen Ballen, die da in dem Lager liegen, auf sich hat, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, ob ihr wisst, ob das jetzt wirklich nur reine Deko sein soll, aber dann finde ich es komisch, dass die beweglich sind und alles. Oder was es damit, ja, auf sich hat. Das wäre auf jeden Fall super. Gut, das heißt also heute leider kein Erfolgserlebnis mehr im Sinne von, dass wir uns noch Tiere kaufen können. Aber ich finde trotzdem, es war jetzt schon mal ein sehr, sehr guter Start. Wir haben uns erstmal die Map angeguckt. Das wird noch eine Weile dauern, ehe ich erstmal alles verstanden habe, was es hier gibt, alles verstanden, was wir auch schon besitzen, weil dadurch, dass wir uns jetzt nicht Step by Step alles nacheinander selber kaufen müssen, sondern am Anfang schon so viel haben, müssen wir jetzt überhaupt erstmal schauen, was wir überhaupt alles besitzen. Wir haben unser erstes großes Feld schon mal komplett gekalkt und wir haben es zusammengelegt. Das ist ja auch schon mal eine sehr, sehr gute Sache gewesen. Vielleicht, wenn ich jetzt auf die Schnelle den Ort finden würde, auf dem ich Wasser zapfen kann. Vielleicht können wir dann ja wenigstens als kleines Erfolgserlebnis haben, dass unsere Gewächshäuser funktionieren würden. Kann ich mir das irgendwie anzeigen lassen? Ah, Wassertank. Da ist er doch. Ja, ist halt ein kostenpflichtiger Wassertank. Aber das finde ich jetzt an sich auch nicht so schlimm. Also, ich bin gerade hin und her gerissen, ob ich mir so ein kostenloses Wasserziehding holen will. Aber eigentlich fände ich das ein bisschen zu cheaty. Es gibt logischerweise kein Gewässer hier auf dem Mars, wo wir uns jetzt einfach so Wasser ziehen können. Deswegen, warte mal, Wassertank, Markierung setzen. Wo ist der? Da hinten?
ist der sogar voll, sehe ich gerade das Fasserfass. Ach na, Menschenskinder, hervorragend. Dann... dann machen wir jetzt einfach erstmal das Wasser, was wir haben. Das ist jetzt nicht viel, aber zumindest erstmal so viel, dass die, glaube ich, einen Monat laufen sollten, die Gewächshäuser. Und dann geht's denen nämlich erstmal wieder gut. Und dann haben wir zumindest als mini kleines Erfolgserlebnis, dass wir lebende Pflanzen haben. Wir haben immerhin etwas, was lebt bei uns. Wie machen wir das denn? Machen wir das auf einem automatischen Verkauf in den Gewächshäusern oder machen wir das... soll das ausgelagert werden? Warte mal, wir können... ich glaube, ich mache erstmal auslagern. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das bei Gewächshäusern genauso ist wie beim Honig. Dass die einfach übereinander... aber nee, dann werden hier ja nicht die 8000 Liter angegeben. Wir müssen mal gucken, ob das auf Dauer nervig wird, dass wir unsere Flächen da immer wieder freiräumen müssen. Mit dem Platz oder ob das gut passt, weil dann würde ich sie einfach auslagern lassen und wir verkaufen sie selber. Vielleicht können wir sie dann aber auch, wenn wir besser so im Ablauf sind, dass wir genug andere Produkte haben, die wir verkaufen können, dann können wir die vielleicht auch einfach auf Direktverkauf stellen und gut ist. Okay, also, mini kleines Erfolgserlebnis zum Ende. Es leben schon wieder Tomaten, Erdbeeren und Salat hier auf dem Mars. Wir haben... ein Fade zusammengelegt. Wir haben uns einen Plan geschaffen, womit wir jetzt als nächstes anfangen. Wie gesagt, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr sagen würdet, in welcher Reihenfolge ich vorgehen sollte. Ich würde mir jetzt fürs nächste Video erstmal so viel vornehmen, dass ich, wie gesagt, unser großes neues Feld tiefenlocker und ansehe und natürlich dann auch striegel und dünge, also alles, was halt dazugehört. Und dann würde ich mich vielleicht wirklich schon in Richtung Forst bewegen. Dass wir eben schon die ersten, uns einfach eine Kettensäge holen, die Bäume fällen, uns dann vielleicht diesen Lader da für die Baumstämme mit dem Greifarm holen, dass wir da dann unsere ersten Hölzer eben auch schon ernten können, weil die können wir dann auch direkt verkaufen und verdienen dann auf jeden Fall schon mal unser erstes Geld. Ey, ich finde es ein so, so cooles Projekt. Ich bin echt mega gespannt, wie wir uns da jetzt so ein bisschen entwickeln und was wir da jetzt so die ganzen nächsten Wochen gemeinsam erleben werden. Schreibt mir, wie gesagt, unbedingt in die Kommentare auch, wie ihr es findet, das Projekt. Ob ihr da Bock drauf habt oder ob ihr sagt, hat nicht so viel mit dem echten LS zu tun, deswegen finde ich es jetzt nicht so cool. Ja, würde mich super interessieren. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann weißt du ja, mit einem Daumen nach oben und allgemein mit einem netten Kommentar supportet ihr mich immer ungemein. Und dann freue ich mich natürlich riesig, eure Kommentare und eure Meinungen zu lesen. Und ich freue mich auch riesig, wenn wir uns dann im nächsten YouTube-Video wiedersehen. 18,